Heute reden wir über meine sehr, sehr schlechten Erfahrungen mit einer Thai-Apotheke. Wir reden generell über das Krankwerden in Thailand und wir reden über eine alte thailändische Medizin namens Bang Bang. Also dranbleiben. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der wohlgepflegten Muskelzelle aus Thailand. Ja, krank werden kann jeder mal, auch hier in Thailand, obwohl man natürlich hier weniger wegen dem warmen Wetter, so meine Erfahrung, mit Erkältung zu kämpfen hat. Für den Fall, dass man jedoch krank werden sollte oder vielleicht das ein oder andere Wehwehchen hat, gibt es natürlich ähnlich wie in Deutschland drei Optionen. Es gibt natürlich die Option, einfach vielleicht gemütlich in die Apotheke zu gehen, sich vielleicht mal was gegen die Kopfschmerzen zu holen oder ähnliches. Es gibt zum Zweiten die Option, zu einem Facharzt zu gehen, oder der dritte Schritt, was man natürlich auch in Deutschland machen kann, man besucht hier quasi ein Hospital. Das Zweite, quasi der Facharzt, das wird hier in Thailand viel weniger gemacht wie in Deutschland. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass es hier in Thailand sowas wie Krankschreibungen so gut wie gar nicht gibt, was, denke ich mal, auch damit was zu tun hat, dass halt bei den meisten Menschen, die hier arbeiten, wenn die halt aus krankheitlichen Gründen nicht zur Arbeit gehen können, keine Lohnfortzahlung gibt. Und sich dadurch die Thailänder zwei- oder dreimal überlegen, halt sich, wie in Deutschland es vielleicht mal etwas häufiger gemacht wird, einen gelben Schein, sich krank schreiben zu lassen. Aus diesem Grund gehen die meisten Thailänder, wenn sie irgendwelche kleinen Wehwehchen haben, meistens in eine Apotheke, in eine Pharmazie, lassen sich beraten. Und wenn sie halt größere körperliche Probleme haben oder Krankheiten oder Wehwehchen, gehen sie quasi ganz klassisch in ein Krankenhaus oder sozusagen in ein Hospital. Ansonsten vielleicht interessant für die Leute, die in Thailand leben, zu den klassischen Apotheken, Pharmazien gibt es auch Alternativen. In Bangkok definitiv, müsste man vielleicht mal googeln, wo ihr sowas findet. In Chantaburi haben wir sowas auch gefunden. Wir waren da gestern mal vor Ort und blenden das jetzt für euch ein. So, hier sind wir bei einer Alternative. Das ist jetzt sowas ähnliches wie eine Apotheke. Nur hier gibt es halt so mehr chinesische Medizin auf Naturbasis. Und alleine wenn man hier schon rankommt, riecht es schon überall nach Kräutern und... Alena? Ich sehe die Medizin auch. Ja. All it's... And this I make my soup. Ah, yeah. The blue color. I think smell very good. Yeah, see this? Then you buy it. Ah, animal. Ja, das ist halt alles so ganz alte, klassische chinesische Medizin. Wer mich fragt, definitiv die bessere und gesündere Alternative zu der klassischen Pharmazie. Gibt es aber vielleicht auch nicht in Thailand an jedem Ort. Auch zu beachten, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Krankenhäusern ist. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass in vielen thailändischen Apotheken das Personal kein Englisch spricht. Also wenn ihr vielleicht nur Kopfschmerzen habt und vielleicht eine Ibuprofen oder eine Paracetamol haben wollt, kleiner Tipp von meiner Seite, das Einfachste ist, googelt auf eurem Handy, sucht euch am besten ein Bild raus, googelt am besten Paracetamol Thailand, dann findet ihr auch die Verpackung, zeigt das am besten der Apothekerin. Da seid ihr in der Regel, wenn das Personal kein Englisch spricht, auf der sicheren Seite. Für die Leute, die mich noch ein bisschen besser kennen aus Deutschland, wissen, dass ich halt so ein Typ bin, ich gehe eigentlich sehr, sehr selten und wenig zum Arzt und bin auch kein riesengroßer Fan von unserer Allgemeinmedizin und auch von unserer Pharmazie. Und ich hatte aber mal letztes Jahr in Bangkok, oder nein, vorletztes Jahr, 2019 im November, in Bangkok einmal den Fall, dass ich halt
nicht am Zahn, sondern hier im Kiefer oben eine richtig, richtig fette Entzündung sitzen hatte. Ich wusste, okay, entspann dich, die Entzündung wird auch wieder weggehen. Hatte aber echt tierisch große Schmerzen. Dann bin ich halt in Bangkok damals um die Ecke in so eine Apotheke gegangen. Die Dame sprach Englisch und ich habe ihr halt erklärt, ich bräuchte ein Schmerzmittel. Habe ihr auch erklärt, dass ich hier halt am Kiefer eine Entzündung habe. Und die hat mir dann was rausgesucht. Ich bin ein bisschen blöd gewesen. Ich hätte mir eigentlich vielleicht mal ein Produkt geben lassen, was ich vielleicht aus Deutschland kenne. In diesem Fall habe ich halt auf die Apothekerin gehört und sie hat mir dann halt ein Schmerzmittel mitgegeben, was ich nicht kannte und wo ich dann später halt auch recherchiert habe, was auch in Deutschland gar nicht frei verkäuflich ist und auch sehr untypisch ist. Nun, ich habe halt der Apothekerin vertraut, dachte, okay, wird schon in Ordnung sein, bin dann in mein Apartment, habe das dann halt wie halt auf der Verpackung draufgeschrieben und mir auch gesagt, eingenommen. Gegen die Schmerzen hat es ganz gut geholfen, aber dann habe ich halt so 2 Tage später gemerkt, dass ich halt so erst im Nacken, dann an meinen Armen Ausschlag bekommen habe. Und das ist dann nicht nur Ausschlag gewesen, das ist dann, wer dann so wirklich so Pusteln kennt, so dicke Eiterbeulen, die sich dann entzünden, der weiß, was ich meine. Ich blende euch jetzt mal ein Video ein, wie das bei mir zum Teil ausgesehen hat, also nicht erschrecken. So habe ich quasi im Laufe des Prozesses im ganzen Nacken, an meinen ganzen Armen, an der Brust und teilweise im Gesicht, also rausgegangen bin ich da nicht mehr. Ich bin dann noch mal später in die Apotheke und die Apothekerin hat sich dann auch ganz schön erschreckt. Und ja, das Ende vom Lied, es ist nach 2 Wochen, so lange hat das angehalten, dann wieder von alleine verschwunden. Und ich habe dann mal im Internet recherchiert, das ist eine Nebenwirkung bei dem Medikament, die, wie das so klassisch ist, bei einem von 100.000 Menschen auftreten kann. Was lernt man daraus? Also, ich kann immer nur Leuten empfehlen, wenn ihr vielleicht einfach nur ein Schmerzmittel aus der Apotheke haben wollt, nehmt irgendwelche Sachen oder Dinge, die ihr vielleicht von zu Hause kennt. Das sind, denke ich mal, irgendwelche Nebenwirkungen, vielleicht überschaubar und absehbar. Falls euch das Thema Krankenversicherung hier in Thailand interessiert, was es da so für Möglichkeiten gibt, und haut das einfach mal unten in die Kommentare. Wenn es da so ein bisschen Feedback und Interesse gibt, mache ich da gerne mal ein separates Video. Ja, eine Medizin, die hier in Thailand halt sehr bekannt ist, das ist so eine alte thailändische traditionelle Medizin. Die kannte ich zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Die habe ich erst später durch meine Freundin entdeckt. Baby? Yes? Can you bring me the medicine? No, no, no. The bang, bang? Bang, bang, medicine? I think it's in the fridge. Yeah. Vielleicht kennen das manche Urlauber. Sieht so aus. Gibt es sogar in manchen Supermärkten frei verkäuflich. Ich habe das schon für vieles angewendet. Hat so gut wie keine Nebenwirkung. Und der Geschmack ist ein bisschen eklig, okay. Aber. It's Thai Medicine. Also für irgendwelche Geschäftsleute, die vielleicht in Deutschland ein Business haben und sich dafür interessieren, ich habe da Connections, also wir können dann Deal machen. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Frohe Ostern ist Ostern. Frohe Ostern. Ja. Ansonsten, wie gesagt, frohe Ostern, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.